Hallo, hier ist wieder euer Tom aus den Streets of Curious City. Heute will ich die nächsten Star Trek Figuren für das Minifiguren-Sammelbuch vorstellen. Letztes Mal habe ich ja euch schon für die drei Staffeln der klassischen Serie von Star Trek Figuren gezeigt. Heute kommen zwei Figuren für die beiden Staffeln der Animated Series aus den 70ern. Und ich stelle euch mal meine Sigfig bzw. mich als Star Trek Charakter vor. Damit werden das wieder drei Figuren. Naja, wollen wir mal anfangen. Das ist Lieutenant Arex, der Navigationsoffizier der Enterprise. Er hat einen besonderen Kopf, den werde ich wahrscheinlich nochmal ausbessern. Er hat seine drei Arme. Und er hat drei Beine. Dieses hier muss ich mal gucken, ob ich das in Gelb bekomme. Dann passt das besser. Aber es funktioniert. So, er ist inoffiziell von der Spezies der Edosianer. Ich habe ihm einen klassischen Phaser in die Hand gegeben. Ich hoffe ja immer noch, dass Blue Bricks eines Tages Gerätschaften für Star Trek herausbringt. So, ja, über ihn gibt es weiter nicht viel zu sagen. Kommen wir doch zur nächsten, für die zweite Staffel. Und das ist Lieutenant Mres. Sie ist vom Volk der Kaitianer. Und das ist ein Katzenvolk. Sie ist Ersatzkommunikationsoffizier auf der Enterprise. Wieder ein schwarzes 1x2 Teil in die Hand gegeben, was ich wohl noch bekleben werde als Kommunikator, genau wie bei Uhura. Ich freue mich sehr, dass es die Serie Chima oder Legends of Chima gibt. Dadurch hatte ich einen sehr schönen Kopf für sie. Das Haarteil, der Schwanz und die Beine sind natürlich aus der Halloween-Serie von den Minifiguren von Lego. Jo, das ist sie. Zum Glück gibt es ja eine Animated Series, weitere Spezies, die öfter auftauchen. So, dann kommen wir zum nächsten. Das bin ich, da ohne Bart, als ich meinen Charakter erschaffen habe und die Figur gemacht habe, hatte ich noch keinen. Und ich habe ihm ein Tricorder in die Hand gegeben, der ist auch schon beklebt. So, das ist Dr. Danaos Subartoy. Er ist ein bajoranischer medizinischer Offizier auf einem Sternflottenschiff. Und ach ja, er hat ein bisschen wenig Haare hinten. Das sieht bei mir genauso aus. Brillenträger. Habe ich auch als Figur behalten. Und das wäre es eigentlich. Den Rest kann man von der nebenstehenden Karte ablesen. Ist auch beklebt. Auch. Und so sieht es dann aus, wenn die Figuren in dem Buch stehen.
Ich musste Lieutenant Mraz etwas schräg stellen, weil der Schwanz sonst nicht gepasst hätte. Aber es funktioniert. Ich habe auch schon probiert, ob der mittlere Arm von Lieutenant Arex nicht stört. Und es passt. Unten habe ich mich hingestellt. Ja, das wär's soweit. Jetzt gehen natürlich noch liebe Grüße raus. Heute an Christoph und Rita von Bricks Go Wild. Rita hatte ja gerade erst Geburtstag. Herzliche Glückwünsche nachträglich. Und das wär's soweit. Ich würde mich natürlich über ein Abo freuen. Über ein Like auch. Und tschüss.